Willkommen bei Bauingenieurwissen. Hier sollt ihr alles, was das Bauen betrifft, erfahren und euch einfach verständlich Wissen vermittelt werden. Wer das letzte Video gesehen hat, der weiß, wie man von der Idee bzw. der Notwendigkeit einer beispielsweise Straßenerweiterung im Bundesverkehrswegeplan oder Landesentwicklungsplan hin zu den Straßenkategorien gelangt, noch bevor die Planungselemente einer Straße festgelegt werden. Genau da machen wir heute weiter. In dem heutigen Video soll es um die Entwurfsklassen von Straßen mit ihren Trassierungselementen und Standards gehen. Viel Spaß beim Video! Die erste Frage, die allem vorangestellt wird, ist: Warum gibt es eigentlich Entwurfsklassen? Warum schaut man sich nicht einfach die Geografie zwischen zwei Orten an und plant individuell drauf los? Die Antwort lautet, dass moderne Straßen, die mit hohen Geschwindigkeiten befahren werden, so gestaltet sein sollen, dass unerwartete Situationen möglichst vermieden werden und der Fahrzeugführer während der Fahrt entlastet wird. Gleichzeitig müssen sie wiedererkennbar und selbsterklärend sein, sodass die Verhaltenssicherheit der Fahrzeuglenker zunimmt und damit Verkehrsunfälle wirksam vermieden werden. Es hat also zu einem großen Teil fahrpsychologische Gründe. Denn es hat sich gezeigt, dass diese Anforderungen besser erfüllt werden können, wenn eine Standardisierung der Gestaltungsmerkmale vorgenommen wird und damit klar voneinander unterscheidbare Straßen entstehen. Aus diesem Grund wurden im Zuge der Neufassung der deutschen Planungsrichtlinien, ganz speziell der RAA, RAL und RAST, verschiedene Entwurfsklassen eingeführt. Aus dem letzten Video müsst ihr noch diese Tabelle kennen. Die Tabelle zeigt den Geltungsbereich bzw. die Anwendung der jeweiligen Richtlinie und den Straßenkategorien. Aus den Straßenkategorien gehen dann die Trassierungselemente hervor, worauf wir jetzt zu sprechen kommen. Mit Bekanntmachung der Richtlinie für die Anlagen von Autobahnen, der RAA, wurden erstmals verschiedene Entwurfsklassen definiert. Bei der Auswahl der Entwurfsklasse werden die Straßenkategorie gemäß den RIN, die Lage der Autobahn außerhalb oder innerhalb von Ortschaften und die straßenrechtliche Widmung berücksichtigt. So bestimmt die Entwurfsklasse den Regelquerschnitt, die Grenz- und Richtwerte der Trassierungselemente, also Gerade, Kreisbogen und Übergangsbogen, die Grundformen und Abstände der Knotenpunkte, also Kreuzungen, Anschlussstellen etc. und die Planungsgeschwindigkeit oder auch die Entwurfsgeschwindigkeit, die wiederum eine ganze Reihe von weiteren Parametern wie beispielsweise Kurvenmindestradius, Klotoidenparameter, Höchstlänge von Geraden, Höchstlängsneigung, Kuppen- und Wannenmindesthalbmesser oder Querneigung beeinflusst. Hier seht ihr die Unterschiede zwischen den einzelnen Entwurfsklassen und welche Entwurfsparameter bei welcher Klasse anzusetzen sind. So wird bei einer EKA 1 beispielsweise ein RQ 43.5, der wiederum die entsprechenden Fahrspurbreiten vorgibt, und so kommt man dann top-down von der Bestimmung der Straßenkategorie in die kleinen Details und Parameter, die man dann auf der Strecke wiedererkennt. Diese sorgen für bekannte Fahrsituationen und vermindern die Unfallgefahr. Um bei dem Beispiel eines RQ 43.5 zu bleiben, müsste vorher klar sein, dass es sich um die Straßenkategorie AS0 oder AS1 mit einer Bundesautobahnwidmung außerhalb oder innerhalb von Ortschaften handelt. Wenn die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung ca. 95.000 Kfz, wenn auch nur prognostiziert, übersteigt, dann sind wir direkt bei dem RQ 43.5, für den dann beispielsweise ein Kurvenmindestradius von 900 Metern zählt oder auch eine maximale Höchstlängsneigung von 4%. Und so hangelt man sich durch die Standardisierung bei den Straßenkategorien der AS durch. Nach der erfolgreichen Einführung von Entwurfsklassen bei Autobahnen wurde das Konzept auch für den Entwurf von Straßen der Kategorie LS, also Landstraßen, einige Jahre später übernommen. Die veröffentlichten Richtlinien für die Anlage von Landstraßen, die RAL, beinhalten daher ebenfalls verschiedene Entwurfsklassen, die EKL 1 bis EKL 4. Grundlage für die Auswahl der Entwurfsklasse stellt die anzustrebende Straßenkategorie gemäß den RIN dar, wenn die Straßenkategorie im Mistverhältnis zur bestehenden bzw. errechneten Verkehrsstärke steht, dann kann auch eine höherrangige oder niederrangigere Entwurfsklasse ausgewählt werden. Die geplante
bzw. bestehende straßenrechtliche Widmung spielt, im Gegensatz zu den Autobahnen, bei der Festlegung der Entwurfsklasse für die Landstraßen jedoch keine Rolle. Die Entwurfsklasse bestimmt auch in diesem Fall verschiedene Entwurfsparameter wie die Planungsgeschwindigkeit, die Betriebsform, ob Kraftfahrstraße oder allgemeine Straße, den Regelquerschnitt mit Überholprinzip, die Radverkehrsführung auf freier Strecke, ebenfalls die Trassierungselemente, Gerade, Kreisbogen und Übergangsbogen, die Führungsform des Verkehrs im Knotenpunktbereich und die Straßenausstattung, also Längsmarkierung, Schutzeinrichtung oder Beschilderung. Wie bei der Straßenkategorie AS kommt auch bei der RAL aus der Straßenkategorie die Entwurfsklasse hervor, die wiederum die entsprechenden Parameter vorgibt. Ganz oben steht natürlich der Regelquerschnitt, der sich aus der Verkehrsstärke ergibt, und die Planungsgeschwindigkeit. Das alles führt zu der schon mehrfach angesprochenen Standardisierung. Interessant ist, dass es teilweise deutliche Unterschiede in der Gestaltung der unterschiedlichen EKL gibt. So bin ich mir sicher, dass ihr diese hier dargestellten Straßenquerschnitte schon mehrfach befahren habt. So wird die EKL 1 als Kraftfahrstraße oder auch umgangssprachlich Schnellstraße eingeordnet. Und hier seht ihr auch noch ein paar Beispiele dafür. Die Entwurfsklasse 2 hat bereits einen reduzierten Querschnitt, kann aber begrenzte Überholabschnitte besitzen. Die Knotenpunkte werden hier ebenfalls anders ausgeführt. Die EKL 3 besitzt wieder einen aufgrund der deutlich geringeren Verkehrsbelastung einen reduzierten Querschnitt. Hier in dem Beispiel ist die Markierung durchgezogen und Überholen verboten. Die Knotenpunkte können sogar hier schon als Kreisverkehre ausgeführt werden. Und hier nochmal ein paar Beispiele für die Entwurfsklasse 3. Und zum Schluss noch die EKL 4. Auch hier ist der Querschnitt nochmal kleiner. Alles darf ein wenig kleiner sein, sodass der Fahrer durch diese optische Enge auch langsamer fahren. Zum Schluss fassen wir nochmal alles zusammen. Die Elemente von gleichen Entwurfsklassen werden aus fahrpsychologischer Sicht standardisiert. Durch das standardisierte Aussehen von gleichartigen Straßen sollen unerwartete und durch den Alarmzustand des Geistes anstrengende Situationen vermieden und so Erschöpfung und Unfälle minimiert werden. Dafür folgen aus der Festlegung der Entwurfsklassen eine ganze Reihe von Vorgaben der Planungsparameter, die bei dem Straßenentwurf einfließen. Wir sind jede Menge Bilder und Beispiele durchgegangen, um die Standardisierung zu veranschaulichen. Das war's dann auch schon zu dem Thema Entwurfsklassen. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Lasst gern einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.